Hallo, ich möchte mir heute ein paar Gedanken darüber machen, wie man meiner Ansicht nach richtig in ETFs investiert, wofür ETFs ursprünglich gedacht waren und was man dabei auch alles falsch machen kann. Es hat nämlich eine Studie der University of Indiana, ich gehe in dem Video darauf ein, 8000 Investoren, also 8000 Online-Anleger bei einem Online-Broker untersucht und hat feststellen wollen, ob die Performance mit oder ohne ETFs besser ist. Und zur größten Überraschung der Wissenschaftler, die sich das angesehen haben, die eigentlich die Arbeitshypothese hatten, dass ETFs Depots ohne ETF outperformen, hat die Studie eben bei 8000 Depots ergeben, dass ETF-Investoren mit ETF schlechter abschneiden als ohne. Die Studie zeigt aber auch, dass es nicht am ETF an sich liegt, am Finanzprodukt selbst, sondern an der falschen Anwendung des ETFs. Und darum soll es eben in dem Video gehen. Im ersten Teil möchte ich erklären, wie man meiner Ansicht nach richtig in einen ETF investiert. Im Mittelteil werde ich genau auf die Studie eingehen, was da rausgekommen ist, wie groß die Unterschiede sind und warum Depots mit der ETF schlechter abschneiden ohne. Die Studie ist da nämlich einigermaßen aussagekräftig. Und im letzten Teil möchte ich dann auch auf ein paar versteckte Risiken bei ETFs eingehen. Der ETF, ein ursprünglich ziemlich gutes Produkt meiner Ansicht nach, hat sehr viel Geld angelockt und in letzter Zeit sind da vermehrt schwarze Schafe am Markt erschienen, meiner Ansicht nach, die etwas verkaufen, was nicht drin ist. Das muss man, deswegen sollte man, wenn man ein ETF kauft, zuerst das Kleingedruckte lesen und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen. Zunächst einmal aber, warum ist ein ETF ein gutes Produkt oder wie wende ich es an, wenn es ein gutes Ergebnis liefern soll? Ich glaube also schon, dass man mit ETFs über längere Zeit ein gutes Ergebnis an den Finanzmärkten einfahren kann. Also ich rede jetzt von Aktien-ETFs, der üblichen ETF-Gattung. Und dafür möchte ich kurz ausholen zum Ei des Costolani. Costolani, also einer der Meisterinvestoren des 20. Jahrhunderts, der den Aktienmarkt und seine Zyklen sehr kurz und bündig und eingängig als Ei beschreibt, das er ganz bescheiden auch nach sich selbst benennt. Aber die Erklärung von ihm ist echt gut. Ja. Wenn wir uns also so eine Eiform vorstellen, dann gibt es quasi irgendwann mal am unten ist die Krise. Ja. Es ist die Zeit, wo keiner Aktien haben mag, wo alle schreien, oh Gott, keiner kann, Aktien sind Teufelszeug und da würde ich jetzt nie investieren. Ich sage mal, das letzte Mal, als es diese Phase gab, war Anfang 2020 während der Corona-Hysterie. Ja. Die Welt geht gerade unter, die gesamte Wirtschaft, Lockdowns und so weiter. Ja. Und also wer jetzt in Aktien investieren muss, ist echt total bescheuert. Ich habe damals in Aktien investiert. Ich bin einer der Hartgesottenen, wie Costolani das nennt gewesen, der genau zu dem Zeitpunkt im Frühling 2020 kräftig investiert hat. Ich bin schon seit knapp 20 Jahren an der Börse, da braucht es einige Erfahrung, um da die Nerven zu haben, aber das ist quasi diese Tiefphase, die Costolani beschreibt. Und nach jedem Tief auf den Aktienmärkten kam historisch eine bessere Phase, also wenn es gerade schlecht ist, dann muss irgendwann einmal wieder besser werden, das ist noch immer passiert und dann interessieren sich langsam einige Leute wieder für Aktien, ja, oder für ETFs. Ja, und steigen langsam wieder in den Markt ein und das hebt die Kurse wieder etwas. Ja. Immer mehr Investoren kommen zurück an die Börse, immer mehr Geld geht an die Börse, die Nachfrage nach Papieren wird höher, die Preise steigen, sie steigen und steigen und steigen. So eine Boomphase kann mehrere Jahre dauern bis zum nächsten Mal, wo es unten ist und dann quasi ganz oben auf diesem Ei des Costolani, wie er das beschreibt, ja, steigen dann die Zittrigen ein. Diejenigen, die eigentlich sehr wenig Ahnung davon haben, die eigentlich sagen, ich wollte nie in Aktien investieren, aber im Tennisverein, ja, nach dem letzten Spiel hat man der und der und der erzählt, die sind alle in den letzten 2 Jahren eingestiegen und alle sind gerade im Plus, ja. Jetzt steige ich auch noch ein, ja. Und das nennt Costolani die Zittrigen. Das sind leider die, die an der Börse relativ viel Geld verlieren, indem sie zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt, wenn es am längsten hochgegangen ist, also unmittelbar vor dem letzten Crash, ist die Dauer der Phase, wo es hochgeht, schon sehr lange. Ja. Und dieses Modell von Costolani
beschreibt meiner Meinung nach die Realität an der Börse recht gut. Also an der Börse gibt es Zyklen. Ja. Es gibt viele Phasen, wo es langsam in die Höhe geht, manchmal immer wieder durch kleine Rücksetzer unterbrochen. Und dann gibt es kurze Phasen von Panik, wo es aber dann sehr schnell auch einmal -20% in einem Monat gehen kann. Ja. Also die Börse unterteilt sich in lange Phasen, wo es seitwärts langsam rauf oder mal schneller rauf geht und in dann sehr kurze Phasen mit sehr heftigen Rücksetzer. Und die Annahme, die ETFs oder ETF-Anleger jetzt oft haben und die ganz richtig ist, ist, auf lange Sicht macht eine Anlage in den breiten Aktienmarkt, eben im Index gemessen, je nach Index, 7, 8, 9% Rendite. Das ist eine langjährige Durchschnittsrendite, die eigentlich sagenhaft ist, die besser ist als von fast allen anderen Finanzprodukten. Aber diese kurze Phase, wo es heftig runtergehen kann, ja, also 2002, 2003, das war schon sehr heftig, für die, die sich ein bisschen mit Börsengeschichte auseinandergesetzt haben, ja, die tun ordentlich weh. Und weil ich das nicht einschätzen kann, investiere ich passiv über einen sehr langen Zeitraum, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, Monat für Monat denselben Betrag. Ja. Und das wäre eine Strategie, die in der Vergangenheit, zumindest in den letzten 60 Jahren, und das lasse ich empirisch mit Zahlen irrsinnig gut zeigen, ja, eigentlich immer funktioniert hätte. Ja. Also wenn ich auf 20 Jahre hinweg jedes Monat 100 Euro in Aktien investiert hätte, ja, eben über einen ETF zum Beispiel, und ich hätte irgendwann begonnen, ist vollkommen egal in den letzten 60 Jahren, wann ich begonnen hätte. Ja, zu jedem Zeitpunkt wäre ich nach 20 Jahren im Plus gewesen und zwar sehr ordentlich im Plus. Ja. Wenn ich gerade zu einem super Zeitpunkt begonnen hätte, wäre das Plus ein bisschen höher gewesen. Wenn ich gerade einen sehr schlechten Zeitpunkt erwischt habe, ist das Plus etwas niedriger gewesen. Aber egal wann, wenn ich über eine sehr, sehr lange Zeitraum gleichmäßig große Beträge investiere, hätte das in den letzten 60 Jahren immer funktioniert. Ein bisschen sollte man im Hinterkopf haben, dass gerade Europa oder die USA, also die Aktienmärkte, von denen wir primär sprechen, ja, dass der Westen schon in den letzten 60 Jahren global gesehen ein großes Erfolgsmodell war und dass sich die Geschichte jetzt gerade etwas dreht. Also man muss immer vorsichtig sein, wenn man die Vergangenheit auf die Zukunft fortschreibt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass diese Geschichte seriös ist und eine ganz gute Annahme ist. Wenn man also über einen längeren Zeitraum hinweg konstant in den Aktienmarkt investiert, dann kann einem dieser Zyklus, dieses Ei des Costolani egal sein, ja. Wenn der Aktienmarkt ordentlich tiefer geht, ja, dann tut das zwar momentan weh, also das muss man dann schon aushalten, wenn man größere Summen investiert hat, dass man vielleicht noch 50.000 Euro vor 2 Monaten hatte und 2 Monate später sind es auf einmal nur mehr 30.000, das kann auch beim ETF passieren, aber wenn ich dann nicht aussteige und sehr langfristig eingestiegen bin, ja, und einfach stoisch weiter investiere, ja, dann wird sich das nach einiger Zeit wieder in Wohlgefallen auflösen. Ja. So war ein ETF gedacht und wer so meiner Meinung nach investiert, ist ein cleverer Investor. Ja. Wenn man also sagt, ich mag das nicht einschätzen können, ob die Aktienmärkte gerade hoch oder tief sind. Ja. Also mir ist es so im Großen ein paar Mal ganz gut gelungen, aber man kann sich da auch ordentlich verbrennen. Ja. Also da sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man aktiv investiert. Ja. Das sehe ich auch so wie die meisten Leute, die für ETFs argumentieren. Und wenn ich dann also sage, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, ich möchte hier keine Einschätzung wagen, sondern ich möchte über lange Zeit passiv investieren, dann ist der ETF ein super Produkt. Dann suche ich mal meiner Ansicht nach einen ETF raus, der möglichst leicht verständlich ist. Also der Klassiker ist die Nachbildung vom MSCI World, von mir aus auch gleichgewichtet. Ich kann auch zum Beispiel den MSCI World mit 70% nehmen und einen Schwellenwertindex mit 30% gewichten. Ja. Aber zu komplex sollte ich das Ganze nicht machen, weil wenn das Ganze zu komplex wird und ich eine komplexe Strategie habe, wo ich dann meine Strategie mit 12 ETFs umsetze, dann garantiere ich euch, dass ihr regelmäßig das Depot drehen müsst, ja. Dass ihr das nicht über 20 Jahre hindurch hält. Ja. Die Annahmen, die von der ETF-Industrie
Industrie ständig wiederholt werden und die auch nicht falsch werden, dass wir genau mit diesem Weg in der Vergangenheit immer gut gefahren wären. Die beruhen alle darauf, dass man eben keine aktive Strategie fährt. Dafür sind ETFs gedacht, dafür sind sie auch gute Anlageprodukte. Und dass man dann eben, wenn man sich einen, zwei oder drei ETFs ganz genau angesehen hat, eben wirklich auch das Kleingedruckte gelesen hat und schaut, dass man wirklich einen guten erwischt, ich gehe da am Ende noch mehr auf die Auswahl ein, ja, dass man das dann aber über lange Zeit hinweg durchhaltet. Ja. Das ist das Um und Auf beim ETF-Investieren. Wie jetzt eben die Studie der Indiana University oder genauer der Kelly School of Business zeigt. Ja. Ich habe die Studie vor 2-3 Jahren auf dem Kanal schon einmal behandelt, aber damals hatte ich glaube ich 150 Abonnenten und es hat kaum jemand gesehen. Die Studie ist schon aus 2016. Ja. Aber es ist eine der wenigen Studien, die wirklich empirisch schauen, wer hat besser abgeschnitten, eben die Anleger mit dem ETF oder wenn sie den weggelassen hätten. Und es gibt von der ETF-Industrie so viele Studien, die zu Ergebnissen kommen, dass ETF die überlegenen Produkte sind, die aber dann fast immer von Modellannahmen ausgehen. Ich halte also sehr wenig von Studien. Wir schauen uns rückwirkend irgendwas an und rückwirkend wäre dann meine Strategie super gelaufen, weil da kann ich dann auch die Strategie einfach so wählen, dass ich das zuerst 10 Szenarien teste und das, was am besten abgeschnitten habe, das sage ich dann. Also solche Rückwärtsbetrachtungen, wenn man ergebnisoffen rangeht, sind sie durchaus wissenschaftlich. Damit kann ich aber und mit den geeigneten Modellannahmen so ziemlich alles zeigen, was ich zeigen möchte. Ich finde es viel besser und dazu gibt es relativ wenig, was mich beim Thema ETF auch ein bisschen skeptisch macht, wie stark die Produkte beworben werden und wie wenig empirische Studien das dazu gibt. Also empirisch heißt wirklich, ich schaue mir die Realität an, ich rechne nicht rückwärts irgendwas, sondern in dem Fall eben die Kellogg School of Business, ein Teil der University of Indiana. Die haben sich also wirklich von einem Online-Broker anonymisiert 8000 Kundendepots angesehen und haben sich über einen 5-Jahres-Zeitraum angeschaut, wie haben die konkret abgeschnitten. Also nicht wie hätten die unter bestimmten Annahmen, sondern eben wirklich empirisch. Ich habe die Realität beobachtet und ich schaue mir da an, wie die abgeschnitten haben. Also wie gesagt, ich habe vor 2-3 Jahren schon mal was dazu gemacht. Ich habe im letzten Video und ab und zu erwähnt, dass eben ETF-Anleger in der Praxis sich falsch verhalten und da bringe ich jetzt diese Studie aus 2016 nochmal, wenn irgendjemand wirklich empirische Untersuchungen kennt, die neuer sind und die aussagekräftig sind, also nicht 5 Depots miteinander verglichen, sondern eben einige tausend, ja, dann sehr gerne in die Kommentare. Es ist also für mich überraschend gegenüber, wie stark die Werbetrommel für ETFs geschlagen wird, wie wenig wirklich empirische, wissenschaftliche Untersuchungen es gibt. Wissenschaftlich heißt eben die Studienautoren, ich verlinke die Studie in der Beschreibung, kann sich jeder auch im Original durchlesen, zeigen also wirklich Schritt für Schritt, wie sie vorgegangen sind. Ja. Und sie gehen dann eben auch so vor, wie man das üblicherweise macht. Sie haben exakt 7761 Kundendepots bekommen, sortieren dann ein paar sehr atypische aus. Es wird in der Studie im Kleingedruckten noch geschrieben, wem das Hardcore interessiert, nach welchen Kriterien sie ein paar aussortiert haben und überbleiben, das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber sie haben nicht allzu viele aussortiert, überbleiben tun also knapp 7000 Depots, die sie miteinander vergleichen. Es kommt jetzt auch nicht wirklich, oder ein bisschen gehen sie dann auch in der Studie darauf an, welchen ETF man auswählt, weil diese 7000 Depots, die da überbleiben, da gibt es also Investoren, die in insgesamt 220 verschiedene ETFs investiert haben. Also ich untersuche da wirklich nicht ein oder zwei ETFs, sondern eben 220 ETFs sind in den Kundenportfolios drin. Und sie gehen jetzt im ersten Schritt relativ simpel so vor, sie schauen sich von allen Investoren, wo ETFs im Depot sind, an, wie hätten diese Depots ohne die ETFs abgeschnitten, also indem sie die ETF-Performance rausrechnen, und wie hätten sie mit ETFs abgeschnitten. Und die Studienautoren sagen eben eingangs ihre Null-Hypothese, ja, das ist also die Hypothese vor der Studie war, dass die ETFs dabei helfen, die tatsächliche Depot-Performance zu erhöhen.
Und de facto kommt aber das Gegenteil raus. Wenn man also die Anleger mit ETFs vergleicht, was haben ihre Gesamtdepots an Performance während der 5 Jahre gebracht und wie viel haben sie inklusive der ETFs gebracht, dann ist die Performance inklusive der ETFs einfach empirisch festgestellt um 1,16% pro Jahr niedriger, als sie ohne ETFs gewesen wäre. Also um hier die Aussage klar zu formulieren, inklusive ETFs schneiden die ETF-Besitzer 1,16% pro Jahr schlechter ab, als wenn sie die ETFs rausgelassen hätten. Und als zweiter, weil das auch, glaube ich, sehr oft die Argumentation der ETF-Werbung ist, man setzt den ETF gleich mit dem MSCI World, ja, mit einem sehr günstigen ETF, der 1:1 den MSCI World nachbildet. Und da zeigt sich dann dagegen, wie haben ETF-Anleger tatsächlich abgeschnitten. Ich habe das auf meinen Videos auch öfter erwähnt. Die Fragen, die kommen, sind oft recht lustig, warum nicht quasi nur in den Index investieren. Und man impliziert dann immer, dass wenn man in den Index vorinvestiert, dass man so abschneidet wie der Index. Die Empirie, also hier gibt es mehrere Studien dazu, kommt immer wieder zum Ergebnis, nein, das ist nicht so. ETF-Anleger haben eine ganz andere Performance als der Index. Und hier ist eben auch wieder das Ergebnis in dieselbe Richtung. In der Realität schneiden Anleger von ETFs 1,69% schlechter ab, ja, als die Benchmark, eben ein Low-Cost ETF auf den MSCI World. Ja. Also 1,7% der Performance-Verlust pro Jahr ist schon ordentlich. Also eben, wem das ganz genau interessiert, wie man da vorgegangen ist, ja, und Kreuzwahrscheinlichkeiten und so weiter, also die Studie, die ich verlinke, ist knapp 30 Seiten lang, kann man sich intensiv damit beschäftigen. Ich vereinfache jetzt die Ergebnisse der Studie in meinen Worten. Also wer es ganz genau wissen will, schaut sich bitte das Original an. Aber die vielen Sachen, die untersucht worden sind, lassen sich schon auf zwei Nenner bringen. Und der Hauptanteil, der bei verschiedenen Teiluntersuchungen da rauskommt, ist, dass ETF-Anleger einfach ein schlechtes Timing haben. Dass sie also dann doch versuchen, den Markt irgendwo zu timen, dass ETF-Anleger sich als Zykliker verhalten und nicht stoisch über 25 Jahre hinweg, dafür ist der ETF gedacht und dann ist er auch gut, oder über 15 Jahre hinweg Stück für Stück investieren, sondern dass sie zu gewissen Zeitpunkten vermehrt kaufen und zu gewissen Zeiten vermehrt verkaufen. Und das ist hauptverantwortlich, den zweiten Grund nenne ich dann auch noch gleich, aber das ist hauptverantwortlich für die schlechtere Performance der ETF-Anleger. Es liegt also nicht am ETF an sich, ja, dass man schlechter anlegt oder ein schlechteres Ergebnis als ETF-Anleger erzielt, als der ETF erzielen könnte, sondern es liegt meiner Ansicht nach oder nach dem Ergebnis der Studie relativ eindeutig an der falschen Anwendung, dass man eben genau nicht passiv über 20 Jahre hinweg in genau einen ETF oder in zwei ETFs, aber immer im selben Verhältnis investiert, sondern dass man auf einmal mit einem passiven Produkt aktiv wird, ja, und dann einmal den ETF nimmt und den wieder rausschmeißt, ja, und so schlechte Einstiegszeitpunkte hat. Das deckt sich übrigens auch, das ist jetzt nicht aus der Studie, kann man aber gern googeln, ja. Morningstar, die Agentur, gibt ganz regelmäßig Daten zu Zu- und Abflüssen aus den ETFs insgesamt bekannt. Kann man leicht googeln. Also wenn man ETF, Zuflüsse, Abflüsse, Morningstar googelt, gibt es zahlreiche Artikel. Dort sieht man also zum Beispiel ganz eindeutig eben bei diesem Ei des Costolani noch einmal, dass im Frühling 2020 während der Corona-Panik, also wo wir gerade im Panikmodus waren, wo die Kurse rückblickend gesehen sehr niedrig gewesen sind. Da sind ETF-Anleger scharenweise aus ETFs ausgestiegen und die ETFs haben ordentliche Abflüsse
erlebt. Also es geht nicht darum, dass das verwaltete Vermögen weniger wird. Das ist antizyklisch auch so, wenn es einmal runtergeht, dann ist der ETF-Anteil weniger wert, sondern es haben wirklich ETF-Anleger in hoher Anzahl, sodass die ETF-Industrie wirkliche Probleme bekommen hat, im Frühling 2020 ETFs verkauft, ja, und in Cash umgewandelt. Ja. Man sieht dann, dass dann, wie es wieder raufging, ja, sind die ETF-Anleger zu einer hohen Anzahl nicht dabei. Ein paar gibt es natürlich, die das richtig gemacht haben, ja, auf die trifft das alles nicht zu, aber das zeigt die Studie eben der University of Indiana, dass das nur eine Minderheit ist. Ja. Also manche ETF-Zykliker schneiden sogar noch deutlich schlechter ab in der Studie, weil wenn es einige gibt, die es wirklich schaffen, 25 Jahre lang Stück für Stück in denselben ETF zu investieren und die besser abschneiden, da muss es dafür auf der anderen Seite welche geben, die schlechter abschneiden. Aber quasi zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt in den letzten 5 Jahren in der Corona-Panik haben ETF-Anleger massenhaft verkauft. Dann geht es eben, die Verluste werden sogar relativ schnell wieder aufgeholt. Bis zum Sommer 2020 haben sich die Aktienkurse weitgehend erholt. Und da steigen die ETF-Anleger dann wieder in Scharen ein. Da sieht man dann wieder die Zuflüsse. Im Jahr 2021, was an der Börse ein relativ gutes Jahr war, vor allem wenn man 2020 eingestiegen wäre während der Panik, kommen die ETF-Anleger weiter Stück für Stück zurück, genauso wie Costolani das beschreibt. Und Anfang 2022 hört dann die Rückkehr der ETF-Anleger auf, also mit Beginn der Ukraine-Krise, als die Kurse einige Zeit wieder deutlich fallen. Da hätte man also quasi antizyklisch wieder einsteigen können. Da hält es sich ungefähr die Waage. Da sind Zuflüsse und Abflüsse aus der ETF oder von den ETF-Anlegern ungefähr gleich. Ja. Aber es kommen eben nicht neue dazu. Und dann, als das Gröbste nach dem Ukraine-Konflikt wiederum, es geht nicht um die Underlying Sachen, die da sind, sondern nur um die Börsenkurse. Ja. Also der Ukraine-Konflikt ist natürlich leider nicht vorbei und es sterben noch immer viele Leute dort. Aber an der Börse ja, gibt es die Tiefstände nach den Rückgängen, nach der Eskalation in der Ukraine bis ungefähr Herbst 2022, da werden dann die Tiefpunkte erreicht und seither geht es wieder rauf. Und dann sieht man also in der Phase, wo es runtergeht, nicht so markant, aber halten sich eben Käufer und Verkäufer bei ETFs eher die Waage. Und dann eben bei den Tiefpunkten dann ab Herbst 2022 kommen die ETF-Anleger wieder zurück, verhalten sich also wieder als Zykliker und kaufen wieder verstärkt. Und das Jahr 2023 war ein ganz tolles für die ETFs. Die Zugflüsse sind in Rekorde gewandert. Und also gerade jetzt, wo es so richtig schön raufwärts geht mit den Aktienkursen, das wird nicht ewig gehen, so ein kleines Wort der Wahrheit, aber Quartal 4 und Quartal 4 2023 und Quartal 1 2024 habe ich Rekordzuflüsse in ETFs. Das sind also die Zahlen, die man bei Morningstar nachlesen kann. Also ein klassisch zyklisches Verhalten und das kommt eben auch diese empirische Studie, die 8000 Kundendepots oder nachdem einige ausgeschlossen worden ist, noch knapp 7000 Kundendepots miteinander vergleicht. Die kommt eben zum Ergebnis, ETF-Anleger schneiden 1,16% pro Jahr schlechter ab, als wenn sie die ETFs nicht in ihrem Depot hätte, als wenn sie nur den Rest in ihrem Depot hätten. Und das ist eben zum Großteil durchaus, ist jetzt ein bisschen Interpretation der Studiendaten von mir, aber zu 60, 70, 80% erklärt sich diese Underperformance aus dem zyklischen Verhalten der ETF-Anleger. Und der Rest hat dann vor allem den Grund, dass Kunden falsche ETFs auswählen, wo es also günstigere Produkte gibt, für die sie zu viel zahlen. Das erklärt also auch ungefähr 20%, jetzt habe ich kurz zwei Sachen durcheinander gemacht. Das ist die zweite Frage, eben ETF im Verhältnis, also wie schneiden ETF-Anleger in der Praxis ab im Verhältnis zu einem Low-Cost MSCI World
ETF und da ist die Differenz sogar minus 1,7%, 1,69%, dass sie schlechter abschneiden und da, das liegt eben zu ungefähr 20-25%, wenn man die Studiendaten interpretiert, durch zu teure ETFs. Ja. Aber der Hauptgrund, also das ist bei beiden Fragen der gleich, also ETF-Anleger schneiden mit ETFs um 1,16% schlechter ab pro Jahr als ohne ETFs. Ja. Und das zweite ist, sie schneiden 1,69% schlechter ab als ein Low-Cost MSCI World ETF. Und beide Male ist die Underperformance damit zu erklären, hauptsächlich, dass man ungünstige Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte wählt. Auch die Gesamtdaten sind interessant. Performance in der Realität der Kundendepots in den 5 Jahren lag also bei 5,81% per anno an Rendite und mit ETF sind es dann eben nur mehr 4,18%. Ja. Alles in der Studie, die eben unten in der Beschreibung verlinkt ist, nachlesbar. Ja. Soweit einmal dazu. Meiner Ansicht nach haben sich eben auch ETFs in den letzten 10 Jahren deutlich zum Schlechteren verändert. Es war vor 10 Jahren einfacher oder auch vor 15 Jahren. Ich habe schon öfter mal in ETFs investiert. Ich glaube, meine ersten waren 2006. Ja. 2006 gab es bei den ETFs auch noch weniger Kleingedrucktes. Es waren sehr einfache Produkte. Ja. Und so sollten sie meiner Meinung nach auch funktionieren. Ja. Also ein ETF sollte also ein sehr simples Produkt sein. Der ETF-Emittent hat einen Index, der zum Beispiel 1400 Aktien umfasst. Ja. Und kauft dann im Verhältnis zu den Kundengeldern, die er bekommt, ja, im Verhältnis, wie diese 1400 Aktien im Index gelistet sind, auch real die Aktien. Und der Kunde, der den ETF in seinem Depot hat, hat also einen gewissen Anteil an diesem ETF-Aktiendepot, das ihm über seine Anteile zugehörig ist und in dem Depot liegen auch wirklich die Wertpapiere drin. Ja. Es gibt jetzt immer schon ETF, die das Ganze nicht physisch abbilden, sondern replizieren. Das ist aber meistens meiner Meinung nach relativ klar ausgeschildert, also da weiß der Kunde auch dann, in was er investiert. Die sind oft etwas günstiger oder es gibt Indizes wie den ägyptischen Aktienindex, glaube ich, oder vielleicht den aus Indonesien, also eher exotisch, die Fonds dann gar nicht eins zu eins abbilden können, sondern wo sie ähnliche Produkte suchen, die sich ähnlich verhalten. Das ist natürlich ein zukünftiges Risiko, ein zusätzliches Risiko. Ich würde streng genommen gar nicht als ETF sehen, ja, sondern eher als ein Zertifikat, aber da gibt es relativ wenig Missbrauch damit, ja, sondern das wird relativ klar dazu gesagt und somit ist das auch in Ordnung, der Kunde weiß, in was er investiert. Aber ein physischer ETF sollte eben so leicht sein, wie er in der Broschüre erklärt wird, wenn das ein ETF auf den Russell 2000 ist, ja, dann liegen dort genau die 2000 Aktien, die im Russell 2000 drin sind, ja, und nichts anderes in dem ETF drin. So einfach war das auch vor 15 Jahren und dafür verlangt der ETF dann eine moderate Gebühr pro Jahr, die im Normalfall deutlich geringer ist wie ein aktiv gemanagter Fonds, weil er eben nicht aktiv gemanagt werden muss. Üblich waren damals vor 15 Jahren 0,8%, 1,2% Verwaltungsgebühr pro Jahr. Damit hat das Management quasi die Löhne und den Lamborghini vom Chefmanager finanzieren können, zumindest wenn es ein sehr großer ETF war und alle waren glücklich. Die Anleger haben ihr klar verständliches Produkt gehabt. Dafür ist ein fairer Preis, 0,8%, 1,2% gezahlt worden und davon hat das Fondsmanagement ganz gut verdient. Ja. So war das vor 15 Jahren. Es werden jetzt einige Leute sagen, aber ein ETF kostet ja heute nur mehr 0,1%, 0,2%. Ja. Das ist dann kein ETF meiner Ansicht nach. Ein ETF ist ein Fonds, der das verspricht, was in der Werbung gesagt wird. Die Aktien liegen auch im Depot drin. Und das ist ein anderer kritischer Punkt.
der jetzt nichts mit der Studie zu tun hat, dass ETF-Anleger schlechter abschneiden. Da geht es eben um das schlechte Timing, gell? Sondern ich habe im ETF mittlerweile, nicht bei allen, aber bei einigen, liest man im Kleingedruckten, sollte man lesen, wenn man im ETF investiert, versteckte Klauseln, wie zum Beispiel die Wertpapierleihe. Also im ETF-Vermögen liegen gar nicht die Aktien, die eigentlich dort liegen sollte, sondern das Fondsmanagement hat das Recht, Aktien an Hedgefonds zu verleihen, die auf fallende Kurse setzen. Die borgen sich also dann Aktien gegen eine Gebühr natürlich aus, verkaufen die leer, also die berühmten Leerverkäufer. Ich borge mir also heute um 100 Millionen Aktien der Firma X vom ETF aus, verkaufe die heute zum Kurs von 20 und wenn die Aktie dann um 50% fällt, auf 10 Euro je Aktie, dann kann ich die Aktien, die ich für 100 Millionen verkauft habe, einen Monat später für 50 Millionen zurückkaufen und mache 100% Gewinn innerhalb von einem Monat. So arbeitet ein Hedgefonds, das ist hochriskant, damit kann man Milliarden verdienen, damit kann man aber auch alles verlieren. Dieses Risiko möchte ich persönlich nicht haben, deswegen investiere ich nicht in einen Hedgefonds, dann darf ich aber auch nicht in einen ETF investieren, der den Hedgefonds das Ganze gibt, weil da gibt es ein wirklich relativ großes Risiko. Es ist ein Risiko, so wie ein Risiko, dass ein Gebäude abbrennt. Es muss nicht passieren. Kann sein, dass das die nächsten 10 Jahre nicht passiert, aber es ist ein Risiko, das da ist, das ich mit Einzelaktien nicht habe. Da weiß ich genau, was im Depot drin ist, welche Aktien ich habe, sondern wenn ich eben diese Wertpapierleihe habe im Aktiendepot, dann habe ich also implizit das Ausfallsrisiko eines Hedgefonds drin und wenn ich in einen Hedgefonds wirklich direkt investiere, dann möchte ich aber, wenn das gut läuft, 80% Rendite haben und nicht 11%. Ja. Dann ist mir aber auch klar, ich gehe in ein immenses Risiko ein. Woran liegt dieses Risiko? Das möchte ich mal kurz durchdenken, weil es ist nicht so einfach verständlich. Im Kleingedruckten steht dann in den Fondsprospekten drin, dass zum Beispiel, wenn sich der Hedgefonds 100 Millionen Aktien im Wert von 100 Millionen ausborgt, dann muss er US-Staatsanleihen in Höhe von 102 oder 105 Millionen an Sicherheit geben. Und man tut dann so, als wäre durch diese Sicherheit kein Risiko mehr da. Das ist aber nicht der Fall. Also es liegt nicht an den US-Staatsanleihen oder dass auch die ausfallen können. Das Risiko lasse ich jetzt beiseite und das ist auch immens gering. Aber man muss sich da durchdenken, in welche Aktien Leerverkäufer normal investiert. Ja. Ein Leerverkäufer investiert nicht in Microsoft oder Procter & Gamble oder Coca-Cola. Ja. Weil was soll man damit als Leerverkäufer gewinnen? Ja. Als Leerverkäufer investiere ich in Aktien, wo ich glaube, dass sie in Kürze massiv fallen werden. Dann, wenn Gerüchte im Markt sind, dass der Bilanzbetrug stattfindet oder dass irgendwas anderes massiv passiert. Ich möchte mir das am Fall von Wirecard, weil er den meisten deutschen Anlegern wahrscheinlich noch in Erinnerung durchdenken. Also Wirecard, ein milliardenschweres Vorzeigeunternehmen aus Deutschland, zum Zeitpunkt der Pleite die zweitgrößte Bank in Deutschland, mit Banklizenz geprüft von der Finanzmarktaufsicht und so weiter. Da gab es also dann schon immer mal Gründe, Gerüchte, dass bei Wirecard einiges nicht passt. Ja. Renommierte Zeitungen, nicht aus Deutschland, dort ist man linientreu, aber aus den USA, haben berichtet, dass bei der Verbuchung der Einnahmen und so weiter bei Wirecard einiges nicht stimmt. Ja. Was macht die Finanzmarktaufsicht in Deutschland? Sie prüft das also nicht nochmal genau, das ist heute alles ziemlich genau belegt. Die Frau Merkel stellt sich hinter Wirecard, man verbietet Leerverkäufe von Wirecard, das ist aber Augenauswischerei, weil man kann sie nur in Deutschland verbieten und das hat sehr wenig Auswirkungen auf den internationalen Finanzmarkt. Also man prüft nicht die Vorwürfe, sondern sagt, derjenige, der die Kritik an Wirecard macht, ist der Böse. Schlussendlich stellt sich aber heraus, dass die Kritik berechtigt ist, ja, trotz Segen des Siegel des Wirtschaftsprüfers und so weiter. Die Firma geht also über Monate hinweg mal geht es ordentlich runter über Monate, so 60% innerhalb von ein paar Monaten bis zum Frühling, wo Wirecard dann pleite geht. Und in den Tagen davor werden die Gerüchte immer lauter, ja, und dann verliert Wirecard auch nochmal an einzelnen Tag durchaus 40% oder 60%. Ja, und innerhalb von Tagen, ganz am Schluss geht es dann sehr schnell, wird die Aktie nahezu wertlos, weil sich ein angebliches Konto
in Asien, wo 2 Milliarden an Einnahmen liegen sollen, auf einmal in Luft auflöste. Ja? Wirecard platzt einfach. Und wann investiert jetzt so ein Leerverkäufer im Normalfall? Mit Wirecard konnte man als Leerverkäufer wirklich viel Geld verdienen. Wenn man also nach den ersten Gerüchten, als die Aktie schon um 60-70% gefallen ist, ja, nochmal eingestiegen ist, ja, dann hätte man bis zum Verlust noch einmal immense Gewinne machen können, weil die Firma eben nach Anfang einmal ordentlich gefallen ist, über Monate hinweg, ja, und bevor aber dieser finale Ausverkauf dann da war, als alle raus wollten, ja, ist es dann sehr schnell gewesen und Leerverkäufer spezialisieren sich auf genau solche Aktien. Ja. Wenn also irgendwo die Zeichen schon deutlich gegen Süden gehen, der Kurs geht schon deutlich runter, dann steigt der Leerverkäufer ein, weil er also hofft, dass da was dran ist und dass die Kurse nochmal massiv sinken. Das sind die Ziele für Leerverkäufer. Das muss man also wissen, weil also wenn ein ETF wie der Russell in einem Russell 2000 Aktien im Depot hat, haben sollte, dann geht es nur um einige wenige Aktien, die für Leerverkäufer gerade interessant ist. Und was passiert aber, und das ist jetzt wichtig zu verstehen, in einem Paralleluniversum, die Gerüchte von Wirecard lösen sich alle in Luft auf. Ja. Die deutsche Regierung, Merkel, hat sich das gut angeschaut, bevor sie Wirecard unterstützt hat und bevor man die Leerverkäufe verboten hat. Bei Wirecard wäre in einem Paralleluniversum alles in Ordnung gewesen. Ja. Alle Gelder wären da gewesen. Ja. Und Wirecard ist ein super Zahlungsabwickler. Ja. Es war ja auch ein guter Zahlungsabwickler. Es hat eben ein großer anderer Teil des Geschäftes, war in der Realität nicht vorhanden. Ja. Was passiert dann mit so einer Aktie, die über längere Zeit schon runtergeht, ja, wenn sich die Gerüchte als falsch herausstellen? Das hat es historisch an der Börse immer wieder gegeben. Sie kann sich dann gleich versiebenfachen, um 700% steigen. Also wenn am Beginn der Kurs noch gesund ist, sagen wir bei 100 Euro, und dann geht es einige Monate lang schon auf 40 Euro runter und dann werden die Gerüchte immer konkreter und es geht schnell nochmal auf 20, auf 10 Euro runter von 100 Euro. So ist das bei Wirecard passiert. Und ganz unten stellt sich aber heraus, die Gerüchte sind bösartig in die Welt gesetzt worden, ist auch schon vorgekommen an der Börse. Eigentlich sind die 2 Milliarden in Südostasien eh da. Dann kann es mit dem Kurs von 10 Euro auch schnell wieder auf 70 Euro raufgehen. Ja. Dann hat die Aktie innerhalb von ein paar Wochen 700% Gewinn gehabt, ja, wenn diese Gerüchte sich eben als falsch herausstellen. Und was passiert dann mit dem Hedgefonds? Er hat die Aktien um 100 Millionen sich ausgeborgt, leer am Markt verkauft, also diese Aktien, die er sich ausgeborgt hat, um 100 Millionen schon verkauft. Und dann braucht er auf einmal, um die wieder zu kaufen, um sie dem ETF zurückzugeben, braucht er auf einmal, wenn die Aktie um 700% gestiegen ist, 800 Millionen. Und wenn der Hedgefonds die 800 Millionen dann nicht hat, dann ist der Hedgefonds pleite. Der Hedgefonds-Anleger ist sich bewusst, welches Risiko er da eingeht. Der ETF-Anleger nicht. Und was hat jetzt der ETF-Anleger? Sicherheiten im Wert von 105 Milliarden, Millionen oder 102 Millionen. Ja. Vielleicht mit einer Nachschutzpflicht hat der Hedgefonds noch einmal auf 130 erhöht. Aber fehlt nun auf einmal 700 Millionen. Und dann macht der ETF quasi auf ETF-Basis 500 Millionen Verlust. Und das kann ich nicht diesen Verlust kann ich technisch gar nicht machen, wenn ich nicht an Leerverkäufer verleihe und die Aktien tatsächlich im Depot hat. Ja. Und das ist durchaus ein Risiko. Wie gesagt, das ist, ich habe auch mal für Versicherungen Naturkatastrophen simuliert und wir haben damals gute Daten zu Erdbeben gehabt. Ja. Um Bukarest herum in Rumänien ist so eine Erdbebenplatte, ja, wo Erdbeben wesentlich wahrscheinlicher sind. Ja. Als Metapher zum ETF, wenn ich einen ETF habe, der die Wertpapierleihe nicht macht, ja, dann kann das nicht passieren. Wenn ich einen ETF habe, der diese Wertpapierleihe macht, dann kann dieses Risiko, das ich da habe, wie das Erdbeben in Rumänien, ja,
niemals auftreten. Das kann sein, dass ich in den ETF investiere und 20 Jahre lang geht das gut und das wird nie schlagend. Aber dieses Risiko ist da und das macht mir persönlich Bauchweh und das habe ich ziemlich oft, wenn Leute in einen ETF investieren und ihnen wird das nicht gesagt. Ja? Also wenn ich jetzt ein Haus zum Beispiel im Weinviertel in Österreich habe, wo es kaum Erdbeben gibt, ja? Oder eben in einer Erdbebenzone, dann ist das im Normalfall in den Preis dort schon drinnen. Ja? Und dann sollte das Haus deswegen eine Spur günstiger im Erdbebengebiet sein. Das machen aber die meisten ETF-Anbieter meines Wissens nach nicht. Das ist irgendwo auf Seite 70 im Kleingedruckten zu lesen, dass man eigentlich nur so niedrige Gebühren haben, also da kommen gerade ETFs zum Tragen, die einen TER von nur 0,1 oder 0,2% haben. So ganz niedrige TERs lassen sich meistens nur dann erzeugen, wenn ich eigentlich über andere Quellen meine Fondseinnahmen habe. Und also es ist vollkommen seriös, wenn man das dazu sagt. Wenn man sagt, ich verborge die Aktien, die im ETF sein sollten, an Leerverkäufer, die zahlen mir dafür eine extra Gebühr und dafür kann ich die Fondsgebühren ganz günstig machen. Wenn das im Verkaufsprospekt drinsteht, ist alles in Ordnung. Dann weiß der Investor, wo er investiert. Aber das ist meiner Meinung nach bei den ETFs und das betrachte ich als schwarze Schafe, wenn das nur irgendwo im Kleingedruckten drinsteht. Teilweise ist es sogar bewusst missverständlich. Es gibt also ETFs, die sagen, dass sie ja aber de facto eh nur 2% der Wertpapiere an der Verkäufer verliehen haben. Ja. Was sie nicht dazu sagen, ist, dass die 2% aber einen sehr hohen Anteil von einigen wenigen Positionen ausmacht. Ja. Was hier nämlich das Risiko meiner Ansicht nach ist, ist, wenn von einer einzelnen Position 90% der Wertpapiere verliehen werden, auch wenn das auf den gesamten ETF nur 1% ausmacht, ja. Was passiert dann, wenn eben der Leerverkäufer pleite geht, ja, die Sicherheiten nicht ausreichen und es erste Gerüchte über den ETF im Markt gibt, ja. Dann wollen die ersten Kunden raus und im ETF ist tatsächlich nicht mehr das drin, was draufsteht. Da wird es nur um ein paar Prozent geben. Ne? Nur dann könnte es sein, dass die ersten, die rauskommen, noch in vollen Betrag kriegt. Das erinnert mich also zum Beispiel an Immobilienfonds in der letzten Finanzkrise. Und ich bin alt genug, dass ich das voll mitbekommen habe, auch wenn ich da zum Glück nicht investiert war. Ja? Dort war es auch so. Ja? Also wenn jetzt der Immobilienmarkt in Deutschland ist ja gerade eingebrochen, Immobilienpreisrückgänge von 15%, ja? Also irgendwo die Größenordnung, was wir jetzt gerade sehen. Wenn ich als Immobilienanleger da drin bin, dann habe ich halt 15% mit einem Fonds verloren, könnte ich glauben. Ja. Aber da werden eben jetzt gerade einige Sachen neu bewertet in Deutschland und das ist auch gerade in den Medien, weil in der letzten Finanzkrise war es dann bei den Immobilienfonds so. Am Papier hat man die Immobilien noch hoch bewertet gehabt und dadurch sind die ersten, die rauskommen, haben ihren vollen Einsatz bekommen. Und die Diskrepanz, wenn das Depot also eigentlich schon um 10% weniger wert ist, als ich es verbucht habe, und die ersten, die rausgehen aus dem Fonds, kriegen aber noch ihre 100%, dann teilen sich die Verluste auf immer weniger Anleger auf und die verlieren dann immer mehr. Und das könnte theoretisch meiner Ansicht nach bei ETF, die Wertpapierleihe machen, auch passieren. Und das ist ein nicht so unterschätzendes Risiko, weil damals in Deutschland hat man es dann eigentlich so gemacht und auch offene Immobilienfonds sind kein schlechtes Anlagevehikel, wenn man sie halt richtig einsetzt und weiß, was im Kleingedruckten steht. Für die letzten Anleger, die nicht rechtzeitig rausgekommen sind, hat man die Depots dann geschlossen, also die Fonds dann geschlossen und die Verluste, die auch in der letzten Finanzkrise eigentlich ursprünglich nur ein paar Prozent waren, am Immobilienmarkt, die sind dann auf die letzten Anleger aufgeteilt worden ist. Und da würde mich halt interessieren, also meine Empfehlung wäre, dass ich das Kleingedruckte lese und mir gezielt einen ETF suche, der lieber 0,4% Gebühren verlangt und dafür keine Wertpapierleihe macht. Ja. Aber wenn ETF Wertpapierleihe macht, dann wäre für mich zwingend, dass ich die eine Frage stelle, wie viel Prozent von jeder Position darf maximal verliehen werden. Ja? Und wenn die Antwort ist, wir verleihen von jeder Position nur 20%, ist das meiner Meinung nach in Ordnung. Ja? Dann reichen die Sicherheiten und so weiter. Ja? Aber wenn die Antwort ist, wir verleihen von einzelnen Positionen
bis zu 95% an Leerverkäufer, ja, dann stelle ich mir die Frage, was passiert, wenn 10% Leute gleichzeitig verkaufen wollen. Ja. Und da hätte ich dann ordentlichen Bauchweh, vor allem, wenn man die Frage niemand beantworten kann. Was passiert dann? 10% der Leute verkaufen, aber die Aktien, die im ETF sein sollten, sind gar nicht da, sondern ich habe eine Schuld von einem von einem Hedgefonds statt der Aktie temporär drin, und auf die Frage habe ich noch nie Antworten bekommen. Es ist also was ganz anderes bei einem Produkt, ob es ein Schönwetterprodukt ist, ja, also auch diese strukturierten Immobilienkredit Produkte in den USA, die 2007 die Finanzkrise dann im weiteren Sinne ausgelöst haben, ja, waren ursprünglich keine schlechten Produkte. Ja. Also die Kredite von vielen einzelnen Kreditnehmern zu bündeln, zu strukturieren und dann als fondsähnliches Konstrukt zu verkaufen, ist an sich keine unanständige Sache, sondern es war dann das Kleingedruckte, was das Problem war. Und bei ETFs gab es eben noch nie die Situation, dass viele gleichzeitig raus wollten. Das kam bei einer Panik ganz anders sein. Was würde jetzt wahrscheinlich passieren, wenn so ein Leerverkäufer bei einer großen Fondsboutique der Hedgefonds pleite geht und der ETF macht 5 Millionen Verlust bei 1 Milliarde investiertes Kapital? Die Fondsgesellschaft wird das still und heimlich lösen. Ja. Mit ETFs lassen sich so viele Milliarden verdienen, dass man einen kleinen Verlust für Anleger einfach wahrscheinlich irgendwo anders schließen würde, und die Fondsgesellschaft würde das so bereinigen, dass es niemand mitbekommt. Wenn aber das Problem am Markt insgesamt da ist und es wollen aus vielen ETFs, ja, mit Wertpapierleihe auf einmal viele Leute gleichzeitig raus, ja, dann ist das alles ganz offen. So, der Punkt ist jetzt länger geworden, aber mich ärgert das immer ein bisschen, ja, wenn ein Verkäufer und Banken sind da spitze drin, ja, die Bankberater, wo man also dann im Kleingedruckten auf 30 Seiten alle Risiken unterschreibt, aber seien wir uns ehrlich, das lest keiner, ja. Auch unterschreibt, dass man das Vorprospekt mit 40 Seiten gelesen hat. Wenn ich ein englischsprachiges 40-seitiges Vorprospekt lesen würde, dann bräuchte ich den Bankberater nicht. Und der Bankberater erklärt den ETF, ja, das ist einfach ein Produkt, wo sehr viele verschiedene Aktien drin liegen. Ja. Wenn der ETF keine Wertpapierleihe macht, ist das eine gute Erklärung und passt, aber wenn der ETF eine Wertpapierleihe macht, ja, und man weist mündlich nicht darauf hin, ist es meiner Meinung nach moralisch nicht vertretbar. Ihr habt es aber unterschrieben im Kleingedruckten bei der Bank in den 30 Seiten AGBs, dass ihr auf alle Risiken, also darauf hingewiesen wurdet, das ist dann nochmal schriftlich zu unterschreiben, dass ihr das Vorprospekt gelesen habt, auch wenn ihr es nicht gelesen habt. Ja. Also das ist das Problem. Was ich aber in dem Video eben zeigen wollte, ist, man kann gut und richtig in ETFs investieren. Meiner Meinung nach ist das so, ich schaue mal einen ETF, den ich kaufen möchte, genau an, lese wirklich das gesamte Vorprospekt, ja, wenn ich ein bisschen älter bin oder sonst mit englisch-juristischen Texten Schwierigkeiten habe, dann bitte ich einen Freund oder Bekannten, sich das ein einziges Mal mit mir genau ansehen. Ich überprüfe dann, dass der ETF wirklich gut ist, dass es wirklich so ist, wie in der Broschüre steht, da sollten 1400 Aktien drin sein, die 1:1 den Index abbilden. Und in das Produkt investiere ich dann über 10 oder 20 Jahre lang jedes Monat 25, 100 oder 200 Euro. Das ist meiner Meinung nach gut, und wenn man ein ETF so einsetzt, ja, dann passt das und dann ist das ein super Finanzprodukt, ja, mit das für passive Anleger wirklich gut ist. Es gibt wenig an den Finanzmärkten, gibt schon Sachen, aber es gibt wenig, ja, was so einfach zu verstehen ist wie ein guter ETF, wo eben nichts im Kleingedruckten drinsteht und in das man dann sehr lange investiert. Ist auch zu betrachten, nachdem es einige Jahre gut gelegen ist, kann es sein, dass das eigene ETF die Voranteile des ETFs bei mir im Depot schon mit 40.000 Euro ausmachen, und in einer Panik kann sich das dann halbieren. Ja. Das muss ich halt wirklich, wenn ich mal vornehme, ich investiere die nächsten 20 Jahre Monat für Monat 100 Euro, dann muss ich das auch wirklich durchhalten. Ja. Und wenn ich das aber durchhalte, Gratulation, eine super Entscheidung meiner Meinung nach. Ja, das ist keine konkrete Beratung. Ich will hier zusätzlich zu der Finanzberatung auf ein paar Risiken hinweisen, ja, und dass nicht alles so ist, wie es
öfter mal in der Bank verkauft wird. Aber wenn ich einen ETF so bespare, ist es meiner Meinung nach ein großartiges Finanzprodukt. Ja. Die Praxis zeigt aber, und das wollte ich eben mit in der Beschreibung verlinkten Studie der University of Indiana, die sich 8000 Kundendepots angesehen hat und festgestellt hat, in der Praxis schlagen aber ETF an, also scheitern daran, den Index nachzubilden. Der ETF-Anleger schneidet deutlich schlechter ab als der Index selbst. Ja. Und der ETF-Anleger schneidet schlechter ab, als wenn er keinen ETF hat. Also beides zeigt die Studie. Ja. Dass es also nicht ganz so einfach ist, weil in der Praxis dann auch Smart Beta ja, oder jede Menge Branchen-ETFs. Also ein ETF ist gemacht, um passiv zu investieren. Und dann ist er auch gut. Ja. Wenn ich aber nächstes Monat einen ETF speziell auf Rohstoffe kaufe, dann läuft der 2 Monate schlecht, dann sage ich, ein blödes Produkt, ja, jetzt kaufe ich einen ETF auf Elektronikartikel und jetzt schlagt KI alles, jetzt kaufe ich KI und so weiter. Ja. Also wenn ich dann mit ETFs eigentlich eine aktive Strategie umsetze, ja, dann habe ich die Vorgebühren, die Schwierigkeiten, das Kleingedruckte zu lesen, ja, eventuell verschleckte Risiken und der Kostenvorteil ist auch oft vorbei, wenn ich dann öfter handle. Ja. Also mit Produkten, die fürs passive Investieren geeignet sind, ja, eine aktive Strategie umsetzen, ist meiner Meinung nach eine schlechte Idee. Das kann man eben auch empirisch zeigen, indem man sich anschaut, wie ETF-Anleger da tatsächlich abschneiden. Sie schneiden deutlich schlechter ab als der ETF selbst, als der Index selbst. Ja. Und sie tun das vor allem, ja, weil sie eben dann mit passiven Produkten aktiv handeln, ja, und eben nicht 20 Jahre lang gleichmäßig stoisch drüber investieren, sondern indem sie, und das kann man eben zeigen, anhand der Empirie gerade zu schlechten Zeitpunkten aussteigen und zu guten Zeitpunkten vermehrt zurückkommen. Ja. Das sollte man also bewusst sein. Meiner Meinung nach, wenn man was aktiv umsetzen will, sind Einzelaktien, haben fast nur Vorteile gegenüber ETFs, ja, weil sie noch günstiger sind. Ich habe überhaupt keine Verwaltungsgebühren. Ich habe das Kleingedruckte auf ETF-Basis nicht. Ja, und es zeigen sich auch dazu gibt es genug Studien aus der Finanzbranche, dass man mit 10, 15 Aktien bereits eine super Diversifikation durchbringt. Das müssen nicht 1400 Aktien sein. Überhaupt, wenn die 10 gut ausgewählt sind, habe ich vielleicht auch kein Klumpenrisiko bei Tech und so weiter. Das führt aber jetzt zu weit. Was also die Studie zeigt, ETF-Anleger schneiden deswegen schlechter ab als der Index. Auf der Masse, einzelne Anleger schaffen es sicher anders, ja, weil sie auf einmal mit passiven Produkten aktiv anfangen zu handeln, nämlich Market Timing betreiben. Das machen, glaube ich, die wenigsten nach meinen Erfahrungen in Gesprächen bewusst. Ja. Viele sagen eigentlich, ich wollte ja so passiv investieren über Jahre hinweg, ja. Aber dann gerade da, als überall Panik war, da habe ich dann doch verkauft, da hatte ich kein gutes Gefühl mehr. Und dann ist man 1-2 Jahre draußen und dann, wenn aber alle wieder von den Gewinnen am Aktienmarkt reden, dann lasse ich mich anstecken und dann nehme ich, dann investiere ich wieder. Ja. Also das ist einfach keine gute Idee, mit Produkten, die fürs passive Investieren gemacht worden sind, dann auf einmal aktive Strategien umzusetzen. Und das Letzte, das war ein bisschen schwerer zu verstehen, aber es ist einfach wichtig, ist, mit dem Erfolg der ETFs, ja, kommen zunehmend Produkte auf den Markt, wo die Fondsboutiquen ihr Geld mit dem Kleingedruckten machen, durch versteckte Risiken. Das ist nicht in Ordnung, meiner Ansicht nach, auch wenn es nicht verboten ist, weil auf Seite 67 im Fondsprospekt steht es und man hat beim Kauf auch bei der Bank unterschrieben, dass man das Fondsprospekt gelesen hat, obwohl man es natürlich nicht gelesen habe, das passiert zumindest sehr häufig in der Praxis. Ja. Dieses Kleingedruckte in dieser Form und diese Verleihpraxis, die gab es auch vor 15 Jahren noch nicht. Da gab es aber eben ETFs, die auch noch 1% Gebühren verlangt haben. Ja. Und diese niedrigen Gebühren heute, also gerade die ETFs mit den niedrigsten Gebühren, haben oft das größte Risiko im Kleingedruckten. Ja. Also auch ein letztes Wort zu dieser Wertpapierleihe. Mein Broker zum Beispiel bei Einzelaktien, ja, bietet an, dass ich die Wertpapiere, die ich im Depot habe, an Hedgefonds verleihen kann. Also der Broker nimmt mir die ganze Arbeit ab und bietet mir also dann bis zu 4% Zinsen per anno an durch die Gebühren, die er von den Hedgefonds für die Wertpapierleihe bekommt. Ja.
Nur bei Einzelaktien ist das so. Beim Broker muss ich explizit dem Broker die Anweisung geben, und das ist so klar formuliert, dass das jeder versteht. Jetzt verleih bitte die Aktien meines Depots. Wenn ich das machen möchte, ich möchte es nicht machen, aber dann sage ich aktiv ja. Wenn das so nur im Kleingedruckten steht, dann ist das ein gewisses Problem. Deswegen wollte ich da wieder mal darauf hinweisen. So, ich hoffe, das Video war für den einen oder anderen interessant, und ich wünsche noch einen schönen Tag. Grüß euch.